Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Retrospekulative. Es ist der 14.01.2021 und auch in diesem Jahr ist an meiner Seite Sebastian Dollhofer. Hallo zusammen, gutes Neues. Gut, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass man das sich gewünscht hat, aber ich glaube, wir gehen zusammen mit dem zweiten Lockdown auch in die zweite Staffel unseres Podcasts. Nicht nur, weil wir jetzt die Zeit haben, sondern weil wir einfach auch wieder finden, dass es an der Zeit ist, sich über verschiedene Themen zu unterhalten. Genau, du hast ja damals immer mal wieder eingeleitet mit den Worten Pandemie-Podcast und das ist ja eigentlich auch so unsere Idee gewesen. Damit sind wir ja gestartet mit so dem ersten Lockdown, als es dann wirklich auch losging. Und jetzt befinden wir uns, wie du gesagt hast, im zweiten Lockdown und deshalb praktisch der Anlass wieder gegeben, mal wieder ein paar Themen auszupacken, über die wir sprechen wollen. Genau, also man sieht ja auch, es entwickelt sich gerade wieder viel, also man hat unglaublich eindrucksvolle Ereignisse in der Welt, jetzt nicht nur in Bezug auf die Pandemie, aber vielleicht sind es ja auch schon Auswirkungen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an alles, was in den USA passiert, oder halt eben auch diese häufigen Pressekonferenzen. Jetzt heute war wieder die Pressekonferenz von Winfried Kretschmann, wie geht es denn weiter mit der Schule und so weiter. Und das sind halt alles so Sachen, die einen tagtäglich beschäftigen, mich tagtäglich beschäftigen und halt auch in Bezug halt auf unsere Arbeit in der Schule. Das beschäftigt halt einen, weil man ja überlegt, okay, natürlich, wie schützt man sich selber, aber viel wichtiger auch, wie hält man sozusagen den Betrieb am Laufen, und zwar nicht nur halt irgendwie ein paar Aufgaben hochladen, sondern halt auch wirklich, dass man das Thema Lernen und auch die Freude am Lernen eben nicht verliert, vergisst. Und ich glaube, das sind halt so zentrale Sachen. Und ich glaube halt einfach, durch so einen Podcast können wir ganz gut den Kontakt halten und halt auch unsere, ich glaube, was haben wir, 114 Follower, die können wir da ganz gut versorgen, und vielleicht kommt auch noch der eine oder andere dann hinzu. Ja, richtig. Also unsere Zielgruppe sind ja aktuelle Schüler, vielleicht auch jetzt sogar schon ehemalige Schüler, die im letzten Jahr teilweise ja auch schon unseren Podcast verfolgt haben und die jetzt irgendwie durch die neue Folge wieder darauf aufmerksam werden. Wir haben jetzt zwar verstärkt Videokonferenzen, was so der Unterschied ist eigentlich zum ersten Lockdown, weil wir ja jetzt auch schon auch irgendwie im täglichen Austausch mit den Schülern stehen. Allerdings muss man sagen, ist es ja schon was ganz anderes, als wenn man irgendwie live vor der Klasse steht und dann vielleicht auch nochmal aktuelle Themen, sei es jetzt in Gemeinschaftskunde, aber auch in anderen Fächern, so einfach mal von Gesicht zu Gesicht ganz anders besprechen würde, als es jetzt in der Videokonferenz der Fall ist. Ja, also das wird ja auch immer wieder betont, zum Beispiel von unserer Bildungsministerin, dass der Präsenzunterricht zu nichts oder durch nichts zu ersetzen sei. In der Hinsicht gebe ich der Frau auch recht, dass Präsenzunterricht unglaublich viele Vorteile hat, sag mal so, aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass es jetzt bewusst gemacht wird, dass halt nicht nur das Lernen und das schulische Lernen halt nicht nur stattfinden muss in so einem festgezurrten Stundenplan zum Beispiel. Also man hat ja auch im ersten Lockdown schon gemerkt, dass es unglaublich toll ist, dass man halt jetzt nicht nur sozusagen wie im Präsenzunterricht gesagt bekommt, ja hier, mach jetzt die Aufgabe und dann kontrollieren wir, sondern man kann ja auch Arbeitsaufträge stellen oder Sicherungsblätter rausgeben, dass halt unabhängig von Zeit und Ort vielleicht sogar gelernt werden kann. Und wenn man den digitalen Unterricht tatsächlich ernst nimmt, und ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst, da kann man das wirklich auch machen, dass du halt nicht die ganze Stunde in der Videokonferenz sitzt, sondern dass man halt einen Impuls gibt, sich dann verabschiedet und die Klasse arbeiten lässt und dann in der nächsten Stunde, am nächsten Tag vielleicht sogar die Ergebnissicherung macht und so. Also das sind halt irgendwie ganz tolle Möglichkeiten, die man dadurch bekommt, und ich sehe das durchaus auch als eine Riesenchance. Ja, das auf jeden Fall. Das wird sich wahrscheinlich noch weiter einspielen. Es läuft jetzt seit fast einem Jahr und man sieht, dass eine gewisse Entwicklung gemacht wurde, aber ich glaube, so insgesamt ist da noch Luft nach oben, und es ist ja auch immer so die Frage, die technischen Möglichkeiten werden dann vielleicht immer besser, aber die didaktischen Möglichkeiten müssen sich ja erst noch entwickeln, weil diese Unterrichtsform, definitiv, zumindest
so verbreitet, doch erst relativ ja, jetzt in kürzerer Zeit eingesetzt wurde und sich nicht so sehr darauf vorbereitet wurde. Aber ich sag mal so, ich habe, wie gesagt, mir ein paar Gedanken gemacht und mich danach ein bisschen eingelesen und ich glaube, wenn man sich halt, also ich sage jetzt nicht, oh, Dollhofer, genialer Lehrer, sondern ich sage einfach, wenn man sich ein bisschen auf diese Herausforderung einlässt, dann kommt man ja schon auch zu den richtigen Schlüssen. Also ich glaube, da spricht unsere Ausbildung einfach für sich, sich an eine neue Situation, an eine neue Lernsituation anpassen. Ich Ja. finde einfach, man muss einem da auch man muss sich als Kollegen gegenseitig Mut machen. Und ich bin auch definitiv davon überzeugt, dass, ja, dass es keine verschenkte Zeit ist. Ich glaube, um es halt noch viel effektiver zu machen, ist natürlich klar, hätte man es besser vorbereiten müssen, alles. Aber gut, da steckt schon nicht drin, gell? Genau, aber es soll ja auch gar nicht so sehr denn unser Thema sein, dass wir sozusagen das Aktuelle gerade, was im Schulalltag passiert, aufarbeiten. Denn da sind ja meistens zumindest die aktuellen Schüler ja auch gerade sehr nah dran und wissen wieder, wie der Stand ist. Sondern unsere eigentliche Idee war ja denn eigentlich mal eine andere. Und das ging ja, weil wir beide ja Historiker sind, dass wir die aktuellen Geschehnisse, die so in den Nachrichten auftreten, immer mal wieder in den Kontext sozusagen der Geschichte setzen, um mal zu schauen, gab es schon mal sowas Ähnliches in der Vergangenheit? Ist es vielleicht denn auch irgendwie vergleichbar? Oder du kannst dich sicherlich noch an die Klopapier-Geschichte erinnern, die hast du ja ausgegraben. Jawohl, also solche Dinge sind halt einfach, glaube ich, auch angebracht, weil ich glaube, das hatten wir auch schon thematisiert, wenn man es ein bisschen versucht, in einen größeren Kontext einzubetten, finde ich, und jetzt wird es ein bisschen epic, kann das einem auch ein bisschen Trost spenden in so einer Zeit, wo man eigentlich immer so das Gefühl hat, ich darf jetzt eigentlich, kommt eine ganze Liste von Dingen, die man nicht darf, diese Dinge darf ich nicht. Und ich finde, wenn man so versucht, ein bisschen den Blick zu weiten, kann das einen trösten und vielleicht auch ein bisschen, ja, relativieren. Weil, ja, natürlich kann man jetzt nicht in eine Kneipe sitzen und anstoßen, aber wir haben ganz andere Möglichkeiten und vielleicht auch andere Möglichkeiten zu gestalten. Also ich glaube, wie heißt es schön, in der Krise muss man jetzt investieren und jetzt investieren wir zwei einfach in gute Ideen, die Vergangenheit für sich sprechen zu lassen, um vielleicht die Gegenwart zu gestalten, um in die Zukunft zu gehen. Captain Dollhofer ist wieder am Abflug. Ja, denn bei der Zukunft werden wir dann in den Bereich des Spekulativen abdriften, nachdem wir das Retro sozusagen den abgedeckt haben, kommen wir dann in die Spekulation rein. Ja, Herr Kollege, warum gab es denn eigentlich ab Mitte Mai dann keine Podcasts mehr? Ja, unser letzter Podcast kam, glaube ich, am 17. Mai, müsste es gewesen sein. Zumindest haben wir da die Aufnahme gemacht. Naja, seitdem sozusagen ging dann die Schule wieder verstärkt los. Wir hatten es ja auch schon gesagt, dass wir das Projekt jetzt angehen als ein Projekt für den Lockdown und dann kam zunächst die Kursstufe wieder dazu, sodass wir wieder stärker dort eingebunden waren und dann, sodass dann ja auch irgendwann der Wechselunterricht dann stattgefunden hat und dann das mehr oder weniger unseren Alltag bestimmt hat. Und naja, nun sind wir jetzt zwar auch eigentlich in einem geregelten Ablauf mit unseren Videokonferenzen. Allerdings, ja, ist dieser Lockdown jetzt ja doch wieder sozusagen so ein Impuls gewesen, wieder loszulegen nach einer, ja, mehr als halbjährigen Pause, die wir eingelegt haben. Ja, es fühlt sich gut an, zurück zu sein, auf jeden Fall mit den Gesprächen. Und ich finde auch, das ist der Situation halt einfach angemessen, dass man halt so auch den Kontakt hält für halt jetzt uns beide, aber ich glaube halt auch für die drei anderen Leute, die sich das anhören, glaube ich, dass es vielleicht auch eine nette Abwechslung sein kann oder halt einfach auch eine nette Geschichte, halt so ein bisschen da reinzuhören in unsere Gedankengänge, und das haben wir auch in der letzten Staffel schon festgestellt, dass halt so erschütternd für mich das war, aber so schön das auch ist, so die Stimme des Lehrers halt auch so eine gewisse Beruhigung vielleicht hat. Und natürlich der Geschichtslehrer, falls ihr nicht einschlafen könnt, sind, glaube ich, unsere Podcasts auch eine sehr gute Waffe. Und schon sind sie alle weggepennt. Ja, klar, für jegliche Aktivitäten kann man den Podcast nutzen und wenn es zum Einschlafen ist, hey, dann ist es halt zum Einschlafen. Ich glaube, wir bleiben da so ein bisschen bei unseren Ambitionen, die wir in der ersten Staffel geäußert haben, nämlich
Wir erwarten nicht, dass das hier irgendwie durch die Decke geht, großartig oder sowas, sondern sobald irgendwie eine Handvoll Leute sich daran erfreuen können, Spaß daran haben oder dann irgendwie neue Gedanken mal für sich selbst anstoßen oder so, ist das auf jeden Fall die Sache wert. Und solange es uns Spaß macht, bleiben wir auf jeden Fall dann an der Sache. Genau, und das wäre auch gleichzeitig noch der Community-Aufruf. Also, wir haben natürlich schon ein paar Pfeile im Köcher, was die Themen angeht. Also, wir werden sicherlich auch mal den einen oder anderen Gast mit dabei haben. Es ist allerdings ein Prozess und ergebnisoffen. Wahrscheinlich, wenn was nicht realisierbar ist, scheitert es an der Zeit. Aber falls Themen gewünscht werden, Gäste gewünscht werden, natürlich Gäste, die wir auch einladen können. Also wenn jetzt jemand hier, keine Ahnung, Angela Merkel haben will, das ist natürlich Quatsch, aber einen anderen Kollegen oder jemanden aus dem Dunstkreis unserer Schule, dann denke ich, dass das durchaus in unserem Sinne ist, wenn wir die auch einladen. Genau, wir haben da ja schon einen, man möchte schon fast sagen, Stargast angedacht. Und wir müssen jetzt noch mit ihm alles abklären, Genau, fürs nächste wie das Mal. wird. Aber das geht natürlich auch raus an die ehemaligen Schüler. Also, wenn ihr irgendwas Interessantes erlebt habt nach der Schulzeit oder nichts erlebt habt, weil ihr festgetackert seid, gerade im Lockdown und so, ihr könnt auch gern Kontakt mit uns aufnehmen über verschiedenste Kanäle. Und wenn ihr irgendwas Gewinnbringendes zu erzählen habt, dann können wir das auch in eine Folge packen. Also, da sind wir völlig offen. Richtig. Also ja, es wird wieder so sein, dass wir, so wie wir es ja auch am Anfang mal hatten, wahrscheinlich immer mal wieder auf die Geschichte so zurückkommen. Es gab dann ja allerdings auch Folgen, die eher losgelöst von diesem ursprünglichen Konzept waren, indem wir dann zum Beispiel irgendwie über Videospiele geredet haben, denn da auch in die Vergangenheit geguckt haben, wie hat sich das entwickelt. Es ist aber ja eigentlich keinen großen Anlass durch die Medien oder durch irgendwelche Ereignisse gab, weshalb wir dieses Thema aufgreifen sollten, abgesehen vielleicht von unserem Interesse diesbezüglich. Ja, ist ja auch nicht verwerflich. Also, ich bin einfach gespannt. Einen groben Fahrplan haben wir, aber wohin die Reise geht, das wird man, wie es immer so ist in der Geschichte, erst im Nachhinein beurteilen können. Genau. Ja, Und ja. das war es eigentlich auch schon so für die erste Folge, Genau, oder? das ist ja wie Oder hast du gesagt noch was? Folge 0, Staffel 2. Der Pilot, einfach als kurzes Hallo. Uns gibt's noch und es kommt wieder was und das war's von meiner Seite. Also ich überlasse gerne dir das Schlusswort. Ich bin einfach zufrieden, dass wir wieder loslegen und ich freue mich einfach auf die Folgen mit dir. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich da auch sehr drauf. Und ja, hoffe, dass einige von euch dieser Podcast dann jetzt wieder erreicht nach dieser langen Zeit und wir nicht komplett in Vergessenheit geraten sind. Also, dann verabschiede ich mich und sage ciao. Auf Wiedersehen.